Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Rushly und ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ja, heute kommen wir zum zweiten Part von meiner Serie Let's Taktik und heute geht es um das defensive Spiel. Heute möchte ich euch zeigen, wie spielt man gut defensiv, wie sollte man eine Klasse einstellen, dass man defensiv spielen kann. Und ja, doch zuerst kommen wir zum Gameplay im Hintergrund, welches ein Gameplay auf Arkaden ist, das mit 21 zu 2 endet. Und ja, mit dabei habe ich die PM9 und die MP9, beide schallgedämpft. Als Perks habe ich die Extrembedingungen, den Attentäter Pro und die Totenstille Pro dabei. Meine Abschussserien sind wie immer der Spezialist, auf der 2 die ruhige Hand Pro, auf der 4 der Plünderer Pro und auf der 6 den Hardliner Pro. Und man darf natürlich nicht ab der 7 den Spezialistenbonus vergessen. Und ja, kommen wir jetzt zum ersten Teil und der soll sein, wie spielt man eigentlich defensiv? Zuerst ist es wichtig, dass man sich selber bewusst ist, was will ich überhaupt spielen? Will ich lieber offensiv spielen? Bin ich mehr einer, der nach vorne rennt und alle Rollo wegballert? Oder bin ich lieber einer, der ein wenig im Hintergrund bleibt und die Leute aus sicherer Entfernung wegholt? Nun, wenn man sich diese Frage gestellt hat, dann kann man sich für das eine oder für das andere entscheiden. Und keine Angst, zum offensiven Gameplay mache ich auch noch ein Video, aber jetzt soll es nur ums Defensive gehen. Ja, beim defensiven Spielen, da kommt zuerst mal etwas ganz, ganz Wichtiges. Bleibt immer geduldig. Wenn es mal irgendwo keine Gegner gerade habt, dann bleibt einfach geduldig. Versucht, möglichst ruhig zu bleiben und nicht gestresst zu werden. Versucht trotzdem einfach euren Weg zu gehen und euch ja nicht aus eurem Konzept bringen zu lassen. Das ist sehr wichtig, denn sobald man aus seinem Konzept raus ist, ja, dann funktioniert nichts mehr, dann hat man auch kein Glück mehr. Glaubt mir das, das habe ich selber an meinem eigenen Körper erfahren müssen. Oft. Keine Angst, ich musste das schon oft erfahren. Ja, zusätzlich muss man aufmerksam sein. Seid einfach immer auf der Hut, bevor ihr in ein Gebäude reingeht. Schmeißt vielleicht euren Taktikradar rein. Oder, ja, oder schmeißt eine Blendgranate rein, wenn ihr das lieber habt. Wobei ich mich persönlich für den Taktikradar entscheiden würde. Und trotzdem, vergesst nicht, in die Ecken zu schauen. Ich denke, jeder von euch ist schon mal von seinem Camper weggeballert worden, obwohl man ziemlich gut dran war. Und ja, das nervt doch. Und ich kann euch eins sagen, die Camper hocken immer in den gleichen Ecken. Auch nach jahrelangem Spielen hocken sie immer in den gleichen Ecken. Ihr könnt Modern Warfare 3 in 5 Jahren von mir aus nochmal spielen. Und ihr werdet die Camper in den gleichen Ecken sehen. Ja, deswegen, das habe ich schon im letzten Video betont, lernt die Karte auswendig, lernt die Map kennen. Das ist wichtig, das ist etwas vom Wichtigsten, damit man immer auf alles gefasst sein kann. Und ja, und hierzu habt ihr einen richtig schönen kleinen Gehilfen. Und das ist der taktische Radar oben links auf der Karte. Also, Entschuldigung, oben links auf eurem HUD. Ja, was zeigt mir dieser Radar an? Ja, dieser Radar zeigt mir alle Gegner an, die irgendwo schießen. Das heißt, wenn sie, na, solange sie keinen Schalldämpfer mit sich haben. Und das haben die wenigsten, glaubt mir das, die wenigsten haben einen Schalldämpfer. Wenn ihr lernt, mit der Karte zu spielen, dann werdet ihr so vieles besser. Glaubt mir das, wirklich, das ist kein Scherz, ihr werdet um vieles besser. Deswegen empfehle ich euch, lernt die Maps kennen, lernt sie auswendig und ja, und probiert die Karte mal zu lesen. Ihr seht so vieles auf dieser Karte. Ihr seht, von wo kommen Vorräte von eurem Team. Wo liegen Vorräte des gegnerischen Teams? Wo sind gerade Gegner, die herumschießen? Und was wichtig ist, ihr seht immer einen Rückzugspunkt. Ihr wisst, wo eure Teamkameraden sind und wo ihr euch in Sicherheit wägen könnt. Nicht, dass es so wäre, aber es könnte ja sein, es ist hilfreicher, wenn man bei den eigenen Teamkameraden ist und dort nachlädt, als wenn man beim gegnerischen Spawn steht und 5 oder 6 Leute werden gespawnt und man muss nachladen.
Merkt euch einfach das. Lernt die Karte auswendig kennen und versucht mit der Karte oben links zu spielen. Dann kommen wir zum letzten Teil und der sollte sein ein Klassenguide sozusagen. Wie spielt man defensiv am besten? Ich empfehle euch, zuerst ein Sturmgewehr auszuwählen und als Sekundärwaffe eine Maschinenpistole. Beide sollten schallgedämpft sein und je nachdem sollte eure Primärwaffe, das Sturmgewehr, eine Magazinerweiterung dran haben, ein Rotpunktvisier oder sonst was. Denn warum sollte man die Möglichkeit nicht nutzen? Ein Sturmgewehr verzieht viel weniger als eine MP. Da macht es nichts, wenn man zwei Aufsätze drauf hat. Die Perks würde ich euch empfehlen, Flinkheit mitzunehmen, damit ihr schneller nachladen könnt, den Attentäter, damit man euch nicht sieht, und zum Schluss entweder den Skalker oder die Totenstille mitzunehmen. Denn beides ist sehr hilfreich gegen gegnerische Ausrüstung und damit man nicht überrascht wird. Ich hoffe, dieses Gameplay und Commentary hat euch gefallen. Wenn ihr etwas wissen wollt von mir, dann fragt mich doch einfach. Und es wäre schön, wenn ihr mich abonnieren würdet. Tschüss und einen schönen Abend, euer Rushly.